Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich heute einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns hier in der zweiten Zone in den Ebenen von Onada besorgen können. Und zwar befinde ich mich jetzt hier gerade auf den Koordinaten 31, 64 hier unten und dort gibt es einen Rare und der Rare schimpft sich Zend Avis. Der fliegt, soweit ich das mitbekommen habe, relativ weit oben hier in der Luft rum. Also wenn ihr ihn pullen wollt, müsst ihr anscheinend ein bisschen hochfliegen. Ich habe ihn selber bis jetzt nicht gefunden gehabt. Ich habe ihn aber schon getötet. Und ja, wenn ihr ihn findet, dann habt ihr eigentlich schon das Mount sicher im Säckchen. Denn er droppt ein Ei. Und das Ei schimpft sich einmal Zend-Ei. Und dieses Ei droppt zu 100%. Heißt, ihr müsst ihn einmal finden und töten. Und dann habt ihr dementsprechend das Ei. Mit dem Ei müsst ihr dann einfach, ja, 7 Tage warten. Und nach 7 Tagen schlüpft ein kleines Mount raus aus dem Ei. Und das nennt sich Zend-Küken. Das werden wir uns gleich angucken. Vielleicht noch ein paar Infos zu dem Ganzen. Also, wir sind ja hier auf den Koordinaten 31, 63. Der Typ fliegt oben hier rum in einem kleinen Kreis. Also, den müsst ihr ein bisschen nach oben schauen und gucken, ob er da ist. Und die Geschichte ist aber, er hat ein bisschen längere Spawnzeit. Genau weiß man es nicht. Ich habe jetzt auf, wir hätten mal so ein bisschen geguckt. Die meisten Leute meinen so zwischen 2 und 8 Stunden hat er Respawnzeit. Bedeutet, es kann schon ein bisschen sein, dass ihr hier campen müsst. Was eine Alternative ist, ihr könnt auch ein bisschen hoppen, es gibt ja auch diese großen Jagden, da gibt es viele Gruppen für, einfach ein bisschen in die Gruppen reinhoppen, wenn die hier im Gebiet sind und dann sollte das eigentlich relativ zügig gehen, dass ihr ihn vielleicht mal irgendwo findet. Sobald ihr das Ding dann habt, wie gesagt, kriegt ihr das Ei zu 100% und müsst dann einfach nur 7 Tage warten. Ich habe jetzt die 7 Tage gewartet und mir einmal das Mount geholt. Übrigens, den braucht man auch für einen Achievement, wo man mit der Selfie-Kamera ein Bild machen muss. Das solltet ihr vielleicht auch machen, weil wenn ihr ihn schon mal gefunden habt, dann wollt ihr nicht nochmal warten müssen, um dementsprechend, wenn ihr jetzt da auch Achievements machen wollt, hier ihn einmal zu fotografieren. Hier seht ihr das, bitte recht freundlich, also da vielleicht den Vogel gleich mitnehmen, wenn ihr schon dabei seid. Den könnt ihr auch tot fotografieren, das habe ich nämlich gemacht, weil ich habe das erst gecheckt mit dem Foto, nachdem ich ihn umgebratzt habe. Gut, dann lernen wir einmal das Mount und gucken uns das mal an. Da haben wir das Zend-Küken. Und dann schauen wir mal, wie das ausguckt. Zend-Küken, habe ich mich vertippt? Zend-Küken heißt es. Okay, ich habe es jetzt die ganze Zeit falsch gesagt. Perfekt, ihr wisst, meine Aussprache von so Sachen nicht ideal. Da haben wir es. Und ja, achso, wir können ja hier nicht fliegen, da war ja was. Stellen wir uns da mal ein bisschen an den Rand ran. Das ist so ein Vogel-Dude. So ähnlich sieht das, sieht der Rare quasi auch aus. Ja, ist mal was anderes. Macht schon was her. Jetzt machen wir mal noch das Mount Special. Mit den Schwingen. Okay, jetzt hat er ein bisschen in den Boden reingekrächt. Vielleicht von der anderen Seite. Gehen wir noch einen Ticken näher ran, dass wir es auch vernünftig sehen. So. Er hat ein blaues Maul. Ja, okay. Ist ein ganz schickes Mount und ja, ist eigentlich relativ einfach zu holen. Müsst ihr nicht irgendwie 20.000 Mal töten, sondern 100% Chance ist auch mal wieder was Schönes. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.